So, Start. Hi, 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 hi. Ah. Ja, das ist unser Archangel. So, weiter geht's mit von Eisling Airbase. Ende aller Fehler. Oh, ich weiß schon, worum es hier geht. Oh, ich weiß, worum es geht. Was heißt denn hier, das ist unser Archangel, hä? Das ist eine sehr intelligente und überintellektualisierte Nachricht. Ah, ich hab mal weitergemacht. Mein Großvater war ein bisschen Kopfschmerzen. Und wir Kosaken sind nicht so leicht zu erledigen. Ich bin erfreut, dass Sie wohl auf sind. Danke, im Reiter. Es ist herrlich, Sack. Am Leben zu sein. Ich wollte eben unseren Kommandanten beglückwünschen zu seiner letzten Operation. Die Krise ist abgewendet und die kostbare Waffentechnologie ist jetzt in sowjetischen und damit besseren Händen. Ich weiß, Sie müssen sich ausruhen, aber hören Sie, die alliierten Truppen in Europa haben sich zurückgezogen in ihre Luftwaffenbasis in Island. Danke, Dasha. Es ist Zeit, Europa endlich von den Alliierten zu befreien. Sie werden mit allen Mitteln, die Sie haben, Ihre Basis verteidigen. Ich schicke Ihnen General Krukow, der Sie unterstützen und Ihnen helfen wird. Und während Sie die kapitalistische Bedrohung für alle Mal stoppen, doch, werde ich mit unerbittlicher Härte gegen den inneren Feind vorgehen. Ich glaube, die Mission wird jetzt richtig schwer. Ab jetzt wird's heftig. Das sind die nächsten weiteren. Das packen wir schon. Basis auf Island. Es ist ihre letzte in Europa. Aber sie ist gut bewaffnet. Ui. Und wird abgeschirmt von der gewaltigen alliierten Luftwaffe. Der General tritt in Kürze ein und wird ihnen Hilfestellung geben. Sie können hätte ich nicht gedacht. Ihren Panzer einen optimalen Schutz bieten. Führen Sie unser Land zum Sieg, Kommandant. Ich will aber die Vakuumbombe. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Luftwaffenstützpunkt mit Hilfe von Luftwaffeneinheiten abgeschirmt wird. Ihre Mission ist einfach. Finden und zerstören Sie die von Essling Airbase. Aufgrund also da rechts und da oben links. Gut. Diese Operation vor Ort überwachen. Alter, der kann gar nichts. Viel Glück, Genosse Kommandant. Ja, von seinem Zirkuszelt wieder. Wir wissen ja Genf. Das haben wir auch so gemacht, ja, heute. Und wie schnell der abgekackt ist, das ist ja furchtbar. Aber echt mal, und dann noch beschweren, wir würden mit unserer mickrigen Armee angreifen. Frechheit. Ja, hallo, ich habe 150 Rekruten in den Tod geschickt, nein, den größten Teil davon. Sagen wir ein Fünftel. Nein, Spaß, von 150 Einheiten sind 4 zurückgekommen. Das ist aber nicht unsere, oder? Oh! Warum sind das nicht deine Einheit? Ganz knapp vorbei. Hast du gesehen? Der ist ausgewichen. Diese extra Credits ermöglichen ihnen, schneller eine Armee auszuheben. Oh. Danke. Extra Credits, das ist was. Das ist aber ein bisschen doof, dass ein bisschen Verteidigung im Wasser rumplätschert. Warte mal, was haben wir hier? Was hab ich hier überhaupt alles? Das. Ich glaub, das baue ich auf. Das hier ist die Airbase, ich sehe hier nirgends. Eiserner Vorhang, das bastel ich gleich. Oh, das baue ich nicht im Wasser. Ey, diese Einheiten sind so schwach sind hier. Die kann ich eigentlich gleich pressen. Lassen, aber das wird ja sowieso nichts bringen. Ich sollte lieber einen Presskran bauen. Mach ich auch das nächste. Ich erobere den Bohrturm da unten rechts, okay. Bringt ihr uns beiden Geld? Ja. Es wird immer geteilt. Immer zur Hälfte geteilt. Obwohl ich das nicht weiß, wie man 15 auf die Hälfte teilt, wird es aber trotzdem geteilt. So, dann wären das da. Und von wo könnte der aus kommen? Kann man mit dem eisernen Vorhang eigentlich nur Panzer schützen? Mit dem eisernen Vorhang? Ja. Nee, du kannst da rein. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst alles, was auf dem Boden ist, beschützen. Was? Luftwaffe! Jetzt schon? Ja, der hat es gerade mit diesen Bombern da, Vindicator-Dingen. Warum greift er zuerst mich an? Was weiß ich. Und mein Sammler? Was weiß ich? Jo, jetzt kommt er noch von unten. Also lass mal meinen Sammler in Ruhe, du Arsch. Das finde ich ja richtig frech von dem. Da greift er gleich meinen Sammler an, Alter. Und Flakschrupper kaputt. Und der greift als erstes mich an. So. Also. Hören Sie einen Ingenieur? Unser Verbündeter wird angegriffen. Ach du Kacke! Ach du Kacke!
Ja, also. Ich helfe dir mal ein bisschen. Jo, jetzt fährt er noch weg. Ich glaube, der Feind ist ein bisschen intelligenter geworden, kann das sein? Wäre möglich. Wir sind schlecht. Also, Gott sei Dank, das gute Ding ist fertig. Schlachtfeld erweitert. General Krukow. Wie bist du? Um die Operation persönlich zu überwachen. Überwachen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das ist im Moment ganz schön unpassend, muss ich sagen. Als ranghältester Kommandant dieser Operation übernehme ich jetzt all Ihre Ressourcen. Schließlich. Willst du mich verarschen? Brüder, einer für alle, alle für einen, oder? Willst du mich ver... Ey, der hat ja nicht mehr, der hat nicht mehr alle, kann das sein? Jetzt reicht's. Ich mach das ist die Scheiße, egal ob ich jetzt als Verräter gelte oder nicht. Aber der kriegt jetzt einen auf die Schnauze. Ach ja, du wärst unten angegriffen. Ich baue da unten mal so einen Turm. Und ich baue besser mal Geld. Alter, da klaut hier unser ganzes Geld. Dieser Arsch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Alter, wieso überrennen die uns denn? Krukow, hilf uns mal. Du bist doch so gut und genial. Du hast doch unsere Ressourcen, ja? Also dann mach mal was damit. Krukow, du bist doch ein Jesus. Du bist doch Jesus. Also mach was. Diese scheiß Träger-Dinger. Ey, ich brauch ein paar U-Boote. Das gibt's doch nicht. Ich glaub, wir haben verloren. Was so machen wie ich. Wo bist denn du? Boah. Das Problem ist, sind diese Tragflächenboote, die einfach... LOL! Mal wenigstens einmal was richtig gemacht, Trottel. Oh, jetzt bin ich pleite. Ich habe auch einen. Jetzt habe ich hier dieses Kula-U-Boot. So. Jetzt killt dieses Tragflächenboot, du Kula-U-Boot. Mit der Hilfe meines Twin Blades. So schlecht. Oh Gott. Krukow, gib uns Geld, du Arsch. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ich hau die mal ein bisschen platt, gell, wenn du nichts dagegen hast. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ich hab schon nichts dagegen. Bau abgeschlossen. Jetzt muss ich aber abziehen. Wird gebaut. Ich muss mal was machen. Ich versuch mal mehr Geld zu bekommen. Zwar unten das Ding, da werde ich mal erobern. So viel Druck. Lass sie nicht aus den Augen. Das nenne ich mal Freundschaft. Überleben Angriff von Alliierten. Ich bin einsatzbereit. Kack, Delfin, Alter. Hilf dich, Delfin. Magnetsatellit bereit. Von wo kommst du überhaupt mit seinen Booten her? Würde mich gerne interessieren. Oberhalb ist wahrscheinlich, ja? Hat er irgendwo Verstärkung. Ah, wunderschön. Ach, hier. Unser Verbündeter hat ein Ziel markiert. Ah. Da oben okay. Hat er so eine Kackbasis. Ein Sammler wird angegriffen. Kann er mal damit aufhören, meinen Sammler abzuschießen zu wollen? Die wollen immer Kacksammler, oder? Gell? Ja, also, das ist immer, finde ich, irgendwie unfair. Das ist ja nicht nur in diesem Spiel, also in fast allen Spielen werden immer hier Ingenieure und Sammler sitzen. So, ich flieg jetzt mit den Twinblades rüber und mach die Dings kaputt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Da ist Luftabwehr, entdeckt. Magnetsatelliten. Ach, Tragflächen-U-Boot! Ich weiß nicht, ob du das schaffen tust. Oh. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Oh nein! Wo ist mein Sputnik? Ach, schon da unten. Hättest du mal lieber doch. Ach, Kacke. Ich hab's nicht geschafft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, hier geht's auch wirklich um Zeit. Ja, was? Warum? Ich weiß nicht. Doch, ich weiß schon, aber ich will's dir nicht verraten. Was? Waffe, das war ein Bonusziel. Was? Was so? Was du Sekundärbasis gut. Da unten. Bei. Wird das Ding da unten erobern. Da. Das war ein Bonusziel, das wusste ich ja irgendwie gar nicht. Das Bonusziel eventuell. Alter, übertreib. Ich baue mal hier ein bisschen Luftabwehr. Kannst mir ein bisschen helfen? Wir haben dieses Krebsgeschwür entdeckt, Genosse Kommandant.
Der Verräter ist General Zukunft. Deswegen ging es um Zeit. Der verantwortlich ist für den gemeinen Anschlag auf mein Leben. Und jetzt Kirov. Sie das Geschwür heraus. Vernichten Sie ihn, bevor er uns vernichtet. Uns alle. Hättest du nicht mal ein bisschen warten können? Kirov ist Ihr neues Ziel. Neues Einsatzziel erhalten. Eliminieren Sie Kirov. Komm, ey, der hat hier so riesen Luftschiffe. Den Bau von Kirov-Luftschiffen autorisiert. Ja! Nimm das Wort! Transporter einsatzbereit. Ja, lock die. Nein, komm! Ach, das war General Kurkov. Der von den Tragflächenbooten weg ist. Wie meinen wir das jetzt? Also, ich würde sagen, erst die Alliierten, die Marinewerft weg. Dann können wir uns voll auf den alliierten Luftschlag konzentrieren und greifen zusätzlich General Kurkov an. Ah, okay. Aber ich glaube, die Karte vergrößert sich noch ein bisschen. Lass die Alliierten so ein bisschen platt und konzentrieren uns gleichzeitig auf die Verteidigung. Mhm. Ey, hier oben ist ein Luft, eine Landebahn. Ich hasse das, Alter. Da oben kommt man ja gar nicht hin. Da müssen wir Kirov einsetzen. Oh! Zu wenig Energie. Nicht der Ernst. Was denn? Ich hab keinen Saft mehr, das ist aber so schlecht jetzt. Wird gebaut. Ey, danke Krokov, hilfst mir schön. Wieso der mir hilft, weiß ich nicht. Der ignoriert dich irgendwie. Oder uns. Ich hab keine Ahnung, wo hier kommt. Der hat ja keine Marine. Doch, der hat eine Marine. Wieso greifen Sie mich an? Sie wollen keine. Tu mir doch nicht. Mit mir? Ja. Ich werde Sie vernichten, ist das klar? Nö, unklar. Hab ich nicht verstanden. Ach, Gott, ist nicht gehört. Und da kommt er mit seinen Dreadnoughts. Das könnte aber wehtun. Das muss ich mal einsaugen. Hupp, hoppla. Komm schon auf. Gott, ey, kannst du gerade mal hier oben schnell Dings hin machen? Satellitenangriff auf die Marinewerft schnell bald. Ich hab das noch nicht. Was? Ich hab die Fähigkeit noch nicht genommen. Was? Ja, komm her. Wir werden angegriffen. Bau abgeschlossen. Faulheit wird nicht geduldet. Aber mein Freund, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Alles wird gerecht umverteilt. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen dämlich. Was? Ich hab einen eisernen Vorhang da unten eingesetzt. Bau abgeschlossen. So. Moment, was? Bekämpfen Sie sich jetzt gegenseitig? Können die Alliierten nicht mehr für irgendwas gut sein und mal Kurkov vernichten? Da tun sie doch. Ja, aber nicht genug. Wird gebaut. Oh, da unten noch so ein Tesla-Turm. Scheiße, ich hab keinen Saft mehr. Ich muss da oben mal so ein Ding bauen. Feindliche Einheit. Ach ja. Wird gebaut. Die Luftwaffenfabrik wird ebenfalls benötigt. Auf Land ist kein Platz mehr. Verdammt, doch. Ist noch. Ich verkaufe mal meine Kaserne, okay? Tu das. Ah, guck mal, da unten tun sie Kirov, Krokov angreifen. Ah! Moment, die sind was für was Gutes. Zumindest lange genug aufhalten. Aber das muss bis zum nächsten Part. Oh, bauen sie eine Sekundärbasis? Haben wir doch. Verstehe ich. Ich noch nicht. Achso. Aber ich weiß schon mal trotzdem und sag mal, bis auf Wiedersehen, Leute, bis zum nächsten Mal.